And I couldn't have it all. Not in this life. Und damit hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei Let's Play Mario Maker 2 und Super Faily World. Mit dem Captain aus der Cartoon's Corner, der spielt und mir, der mitkommentiert, denn ich habe diese Welt gebaut. Ja. Yeah. Zum 35.826. Mal. Oh. Aber vielleicht schaut ihr ja das erste Mal in diese Folge hinein und habt uns vorher noch nie gesehen. Würde ich einfach mal sagen, hallo. Habt uns generell noch nie gesehen. Ich tauche nie auf in irgendwelchen Kamera auf. Ich bin der Failord. Ich mache jetzt Let's Plays schon seit über 10 Jahren. Der Captain ist auch seit mittlerweile... Ich weiß es nicht. 6 Jahren dabei? Ach, keine Ahnung. Ich zähle nicht mit. 7? 7? 8? 2013 haben wir angefangen. Also... Nee, aber ich war ja schon im Business da... Da war ich aber auch schon im Business. Ja, das habe ich nicht in Frage gestellt. Na gut, aber du warst ja auf einem anderen Kanal tätig, das wollen wir ja nicht erwähnen. Ach so, schon, wir wollen... Also nicht deiner, sondern noch ein anderer Kanal. Ja, gut. Ich weiß nicht, man kann ja die Leute da zu dem ebenfalls Mario Let's Play, was ich da auf jeden Fall gesehen habe, so ein bisschen hinverweisen, aber die Soundqualität war irgendwie ein bisschen seltsam, warum auch immer. Ja, damals war halt alles anders. Ja. Ne, bei mir war es immer super. Total. Immer. Immer! Zucker, Leute. Also jedenfalls, seit ich dieses Mikrofon habe. Dass ich von Anfang an, ich bin zu früh gesprungen. Oh, ich hätte alles haben können. You could have it all. Ich weiß nicht mal, wer das gesungen hat. Adele, oder? Ja. Was? Yep. Ja, we could have had it all. Mann! Mann! Rolling in the deep. Guck mal, ich bin aber schon weit gekommen. Und wieder mit 12 Leben, das ist voll faszinierend. Oh. Mann, dann geh ich jetzt hier halt in... Gedrückt halten, nicht nochmal drücken. Gedrückt halten, nochmal drücken. Brrr, groß! Ja, ich hab die ganze Zeit gesagt, nicht nochmal drücken, wenn du auf den Bullet bist, sondern einfach gedrückt halten, die Sprungtaste. Ja. Dann springst du automatisch höher. Stimmt gar nicht, ich bin irgendwo gegen gestoßen. Ja, das ist ja was anderes, ja. Aber du bist höher gesprungen, um dagegen zu stoßen. Ja, genau. Ja. Wie abstoßen. Ich hätte direkt springen sollen, jetzt muss ich warten. Oh. Boah. Hast du mich gerade abstoßend genannt? Nein, warum? Gut. Oh, jetzt habe ich zu lange gewartet. Was soll's? Wir haben Zeit! Ich wollte gerade sagen. Mann, wir haben voll viel Zeit. Wartest einfach noch ein Cycle. Ja, Mann, gratis Cycle. Oh yeah, Fahrräder. Yeah, Fahrräder. Kriegst du fast so selten wie Grafikkarten heutzutage. Also der Fahrradmarkt boomt seit der NSYNC Retribution Tour. Wow. Hä? Komm schon, das ist doch einfach Das Arsch. War Bullshit. Das ist doch einfach Das Arsch. War ziemlicher Bullshit. Oh, das ist Bye. Auch Arsch. Mach gut, Leben. Ich brauch dich gar nicht. Ich hab 12. 12 Leben? Jesus hatte 12 Leben bei sich. Das war ein hat er verwandelt? Ja, hat er. Das war ein Apostel. Er hatte Pustel? Er hatte keine Pustel. Ach ja, er war der Stuntmann. Ja, genau. Oh, guck mich nicht an, Mann. Ich bin der Stuntmann. Nun spring schon. Oh. Das ist wie so ein Reggae-Song. I am the Stuntmann. I am the Stuntmann. Bring an the rang, 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 rang. Er kann springen und ich nicht. Doch, ich kann auch springen, aber wenn ich gedrückt habe, dann springe ich höher als er. Habe ich gerade gelernt. Richtig. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg hier nochmal gehen, weil jemand den Checkpoint... Du kannst aber auch auf seine Shell springen mit dem Drehsprung. Der Drehsprung. Du solltest dann aber nicht gedrückt halten, weil du sonst oben in die Stacheln gerätst. Oh, die Stacheln. Oh, Banana. Bananarama. Demnächst. Bananaslammer. Oh, ich hab zu spät gesprungen. Aber dass sie immer noch rauskommt, wenn du schon draufstehst, ist ein bisschen seltsam. Stand aber nicht drauf. Ich war, die kam quasi, aber ich war schon, ich war noch im Flug. Ah. Das war mein Problem. Ich hab halt kurz gezögert. Ja. Nach meiner Landung. Ja. Und das war das Problem. Das war das Problem. Und deswegen ist jetzt dieses Flugzeug hier. Ich habe einfach nur gesehen, wie jemand mit so einem Schaber wie beim Curling einfach noch vor dem Mario gewischt hat. Ja. Oder so ein Öl einfach so ausgegossen hat. Ja. Oder von hinten kam so eine animierte Hand und hat ihn einfach so weggeschnippt. Ja, so all das ist bisschen. Passiert gleichzeitig. Nur deswegen muss Deswegen haben wir einen Best-of-Mann, der das garantiert jetzt animiert. Muss ich, ja, das ist... Mann, da muss man springen! Und ich drück's, aber es passiert nicht. Und dann muss ich weinen. So wie schon im letzten Best-of, wo ich was sage. Irgendwie was, im letzten Best-of? Im letzten Best-of. Achso, Entschuldigung. Wo ich auch sage, er soll was machen und da einfach nur ein schwarzer Bildschirm kam. Ja. Beste Protestaktion. Deswegen, ja, warum nicht? Nein, das soll jetzt nicht zum Staple werden. Nein, du brichst jetzt nicht einfach meinen Satz hier mittendrin ab. Kannst du vergessen.
Warte mal. Hier ist eine Gitterwand. Das ist eine Gitterwand. Na, kann ich mich nicht festhalten. Nee. Ich dachte, das wäre so eine lustige. Diese Funktion gibt's in Mario Maker nicht. Gar nicht. Nee, leider nicht. Gar nicht zum Festhalten. Nee. Ich kann nicht Vega aus Street Fighter 2 sein. Doch, du kannst dich an hier, Ranken kannst du dich ja festhalten. Naja, Ranken. Aber nicht an, also man hat keine Klettergitter, nee. Oh, Gesundheit. Was ich auch ein bisschen schade finde. Bei Nasen, oh Gott. Ich hätte sehr gerne mit den Klettergittern mit vorne und hinten und so gearbeitet. Ah. Also mit Vordergrund und Hintergrund und sowas alles. Ja. Aber das hast du in Mario Maker halt leider nicht. Also es gibt viele Sachen aus Mario World alleine, die halt einfach komplett fehlen. Mhm. Es gibt auch so generell sehr vieles, was in Mario Maker fehlt. Und das finde ich halt schade. Und im Jahr von Marios 35. Jubiläum kein Mario Maker Update. Tja. Das ist eigentlich... Das ist, ich verstehe es nicht. Und dann aber Animal Crossing Updates alle 3 Monate. Warum? Weil sich das 5 Millionen Mal mehr verkauft hat. Ja, warum wohl? Weil sie Mario Maker nicht weiter geupdatet haben. Sonst hätte sich das wahrscheinlich auch mehr verkauft, wenn man da noch ein bisschen mehr den Grund quasi noch hintergesetzt hätte. So für, weil bei Mario Maker für die Wii U, das haben sie dafür, dass die Wii U sich nicht so gut verkauft hat, wurde Mario Maker gespielt bis zum geht nicht mehr und auch promoted und sonst was alles. Also da gab es wirklich wöchentliche Highlight-Links auf Twitter und so eine Geschichten. Und ja, die hatten ja nichts anderes. Ja, und jetzt ist halt einfach so, ja, Mario Maker 2, ich hab das für die Switch. Fertig. Und ich find's einfach krass, wie sehr Mario 3D World auf jetzt der Port für die Switch halt so gefeiert wird. Ja. Also so alle so, oh, perfektes Mario-Spiel, oh, so toll. Und ich denk mir so, okay, echt? Echt? Ey. Also ich find's jetzt auch nicht schlecht oder so, aber... Nee, ist nicht meins. Ja, ich weiß auch nicht. Also. Nice. Schlimm, wenn das passiert. Schlimm! Er ist ja der blöde Antäuscher, du. Oh! Ich bin ihm direkt in sein komisches Gesicht gesprungen. Boah, in den Mund. Du bist ein bisschen blöd gelaufen für mich, nicht wahr? In den Mund. Ja, direkt hineingesprungen. In seinen Mund. Lass mich in seinen Mund hineinspringen. Sir, das würde ich nicht... Wow! Was, wo wurde James jetzt gegessen? Ich glaube, ich... Nee, das war der. Na, weil James mit einem Satz... Das war der Essende. Der Essende. Der Essende? Der Essende. Na, die Kreatur, die essen wird. Und James hätte jetzt noch angesetzt, so... da hätte er vielleicht doch auf mich hören sollen. Oder so, ich habe keine Ahnung, mir ist nichts Cleveres eingefallen. Oh, okay. Ja, mein... Komm raus jetzt. Das ist ja eine Sache, die ich mich... auch schon mal gefragt habe. Ah, jetzt ist jetzt zwischen. Ist für Leute, die sich entschließen, ein Butler zu werden. Ich weiß ja nicht, ob es das euch heutzutage überhaupt noch gibt. Bestimmt, oder so. Ja. Ist das für die halt einfach, werden die da quasi in diesen Beruf quasi reingeboren, dass sie das unbedingt machen wollen? Oder ist das einfach, fühlt sich das für die Person dann irgendwie erfüllend an? Weil das ist ja schon irgendwie, man gibt ja schon ziemlich viel von seiner Freiheit irgendwie auf, glaube ich, ne? Ja, es ist ein das zu machen. Gehobenes, ich will nicht sagen gehobenes Sklaventum, das ist ein bisschen hart. Ja, ich weiß, was du meinst, weil sowas Ähnliches habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Ich wollte es jetzt auch nicht Sklaventum nennen oder so, aber so halt einfach so ein Bediensteter auf Lebenszeit quasi zu sein. Ja. Und halt diese mit allem, was drum und dran ist, mit dieser Etikette und was weiß ich nicht was, ich habe ja da keine Ahnung von den ganzen Regeln. Das muss ja für die Person selbst hoffentlich auch irgendwie so erfüllend sein oder so, denke, um das zu machen. Würden sie das nicht tun. Machen zu können. Und ich weiß nicht, also ich habe da irgendwie letztens drüber nachgedacht, warum auch immer das war. Doch, ich weiß warum, weil ich habe von Pizmeet ihre Hitman 3 Challenges gesehen und in einer Episode kommt halt so ein Butler vor und da habe ich mir das halt gedacht irgendwie so, wie das wohl ist für die Person selbst, die halt sich dafür entscheidet quasi. Ja. Man entscheidet sich ja quasi für ein Leben ohne, halt wie gesagt, ohne gewisse Freiheiten und halt einfach wirklich unter, ja, Dienstschaft von jemand anderen zu sein. Richtig. Würde mich halt einfach interessieren, wie das für die Person selber ist. Also, ich weiß nicht, dürfen Butler Interviews führen? Bestimmt. Ja, das klingt vielleicht wieder ein. Also, ich weiß, es gab mal vor 7 oder 8 Jahren oder so, gab es mal bei Galileo einen Beitrag über Butler. Ja. Wie Leute der Butler-Schule beitreten, quasi, um das Butlertum zu erlernen. Also, dürfen sie wohl interviewt werden. Außer Galileo hat das alles schwarz gefilmt. Okay, ja.
Ich dachte erst, es geht noch irgendwo anders, denn ich wusste nicht, dass es auf diese kleine Aussage geht. Nee, es geht nur auf diese kleine. Naja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Die Leute haben sich anscheinend alle darüber gefreut, Butler zu sein. Das finde ich halt sehr interessant. Ich weiß nicht, könnte ich das? Also ist halt die Frage, darf man als. Gut, man hat wahrscheinlich keine Zeit dafür, aber darf man als Butler eine Familie gründen für sich selber? Du hast tatsächlich nicht viel Zeit dafür, nein. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt meinst mit Familie gründen, im Sinne von... Naja, eine Frau kriegen, ich gehe jetzt nach Hause, weil du bist ja, du wohnst ja da. Ja, quasi. Ja, eben. Ja, deswegen ist das ja quasi nicht möglich. Es hau doch ab, du blödes Ding, ich krieg dich. Oh, da war wieder der Mittelfinger. Da sind auch noch Spikes unten. Ja. Neben der Lava, Doppelkill, warum nicht? Oh, das wird die Hölle, das schaffe ich im Leben nicht. Na gut, ob's jetzt. Nee, die Spikes sind halt da, damit er nicht einfach sich in die Lava botstormt. Weil du stirbst so oder so, ob nur Stacheln oder Lava ist ja egal. Also für den Mario selber ist das ja egal. Aber er soll halt nicht einfach die letzte Schicht an Stein da einfach wegstompen. Und wegfliegen. Und dann in der Lava fallen. Warum nicht? Na, das ist auf Zeit. Naja, das ist ja quasi wie Mario 3, der letzte Endboss. Ja, darüber würde ich mich freuen. Deine Reaktion einfach bei Mario Bros. 3 am Ende, nachdem ich den besiegt habe, so, wie, das war's jetzt schon? Es war halt so lustig einfach. Wir haben uns da abgekrebelt mit Mancha Run und sonst was alles. Ja. Und dann mein Bowser-Kampf, wie, das war's jetzt? War schon billig. Kann ich nicht anders sagen. Wow. Du legst dich hier gerade mit einem der beliebtesten Mario-Spieler. Ja, ist in Ordnung. Okay. Ist ja in Ordnung, dass okay. ich das tue. Da wird jetzt gekämpft. Ich hole meinen Butler, du holst deinen Butler und dann ist Butler-Battle. Butler-Battle. In Batman Forever. Nee, nicht Forever. Batman und Robin. Ja. Was aus irgendwelchen Gründen der vierte Teil ist und nicht der dritte Teil. Man muss nur von Batman reden. Oh mein Gott! Dann schafft man, muss nur von Batman reden. Ich glaube, das war der cleanste Run, den ich von diesem Boss bisher gesehen habe, einschließlich meinem Upload. Da hat Alfred? Ja. Da hat er eine Tochter, die kommt ja da. Achtung, ja. Spoilerwarnung für Batman und Robin, der vierte Teil ist, und ich Batman Forever, der dritte Teil ist. Ja. Die dann Batgirl wird. Achtung, Spoiler erneut. Also muss er ja. Ich glaube, über der Tür wäre noch ein Leben gewesen. Ach, das ist mir so egal. Aber Welt 2 geschafft. Well done. Zweite Folge heute. Ja. Erzähl. Die muss ja irgendwo hergekommen sein. Ja. Der muss ja irgendwo, muss er ja rumgepimpert haben, der alte Alfred. Ist das nicht, seine Nichte und nicht seine Tochter? Das kann aber auch sein, dass es nicht seine Tochter ist. Stimmt, das ist, glaube ich, eine Verwandte, aber nicht seine Tochter. Wenn es seine Nichte ist, heißt es, er hat Geschwister. Was nichts damit zu tun. Butler, ich wollte gerade sagen, Butler kann doch Geschwister haben. Kann ja sein, dass sie die auch aufgeben. Wow. Der Rekord ist bei 8 Minuten 30. Es hat also keiner einfach so durchgerannt und direkt geschafft. Interessant. Ja, jetzt guck, wurde weggeschossen hier. Piu, ja. Mach's willkommen gut. Zur uninspiriertesten Welt dieser... Die Welt. Schneewüstenwelt. Die Wüstenwelt. Die Wüstenwelt. Ich bin wüst hier. Aber ja, ich glaube, es ist eher seine Nichte und nicht. Ja, ich glaube, es war seine Nichte, ja. Oder sogar Enkelin? Nee. Enkelin kann. Enkelin würde wiederum dann, bedeuten, ja. Er hat Kinder gehabt. Was ist denn eine Enkelnichte? Urnichte? Großnichte? Ja, irgendwie sowas. Eine Schenkelin? Ich glaube, Groß. Schenkelin ist Ich glaube. Schenkel! Ich glaube, er ist der Großonkel dann. Und sie ist dann die Großnichte. Ja. Oh, mit dem Kopf hängen geblieben. Mit Marius groß im Ballonkopf. Willkommen in Spikeball Mountain. Spikeball Mountain. Passt bloß auf, weißt der du, wirft den Ball. Ja, weißt du, warum ich das so gebaut habe, wie ich es hier am Anfang gemacht habe? Damit man sieht, was Spike macht und wie er funktioniert. Wow. Am Anfang, ohne dass man selbst direkt in den Ball gerät. Aber gab es nicht immer einen Spike hier? In meiner Welt schon? Ja. Nein. Okay. Die habe ich bis hierhin noch nicht benutzt. Dann denke ich an Mario 3. Ja, da kam es auch schon drin vor. Ja, also natürlich gab es Spike schon vor Mario Maker. Ja, ich meinte bloß in deiner Welt, aber ja, okay. In meiner Welt noch nicht. In meiner Welt! Nice! Fängst du ein neues Leben an? Fick dich doch mal mit diesem scheiß Block da oben! Was hast du denn da hingesetzt? Ich schwör, ich dreh dir die Gurgel ab! Nicht um, sondern ab sogar. Ich dreh sie dir komplett ab. Ich dreh den Hahn zu, Alter, du bist, die, wenn sie dich finden, denken so, wow, guck mal, Rayman! Ich sag dir deine Körperteile! Weg damit! Oh nein! Ich hätte aufs Bike springen sollen. Naja, so kann's gehen. Wow. Wer denkt, du bist Rayman? I understood that reference. Oh ja. Das alle lieben Rayman. Ja.
Natürlich. Ja. Rayman den großen Forever. Polizisten. Der redet immer so, der große Polizist. Der war in King of Queens. Jetzt muss ich warten auf den hier. Es gab eine Crossover-Folge in King of Queens mit allen von Ja, sag ich Rayman. Ja. Ja. Aber ich rede jetzt nur von dem großen. Ach Mann, die sind mir auch egal jetzt. Die waren noch alle in. Ja, die waren alle dabei, ist mir egal. Ich rede jetzt nur von dem großen. Ja, ich merk's. Oh, hier ist ein Secret versteckt. Das oh. Glaube ich. Muss ja, sonst würde ich ja nicht an die Münze rankommen. Außer ich bin so gut. Aber ich bin nicht so gut. Ist no good. Ist no good. Da oben. Aber schaffe ich den Sprung? Ich versuch's! Irgendwas muss ja oben sein. Ich glaube, das ist nicht der Ort des Secrets, was ich gerade gedacht habe, nein. Du dachtest dir einfach, hier oben muss irgendwie eine Wand hin? Also? Nee, ich dachte eigentlich über dem ganz linken Block, von der Blockreihe, die du da gerade hattest. Oder der ganz rechte, eins von beiden. Nee, da nicht anscheinend. Aha! Direkte Position, um aufs Bike zu schießen. Ja. Aha. Warum habe ich das jetzt verraten? Weiß ich nicht. Warum nicht? Kann es aber... Wow, naja. Deswegen. Damit ich es gleich wieder verliere und wieder kriegen kann. Und wieder verliere. Oh. Nein, nein, nein. Oh, Knochenmann. Ach, mein Knochenmann. Ja, Knochenmann, nur das ist ein Job. Mich in Ruhe lassen. Oh, danke, Spike. Noch mehr Spike. Oh. Hier kommt man nur einmal ein kleines, aber ich versuche es trotzdem. Man muss nur. Ich habe das definitiv irgendwie mal beim Testen hingekriegt. Seither nie wieder. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Okay, wir haben es trotzdem drinnen gelassen. Ja. Kein Problem. Bis schon. Alles, was den Spielern das, oh. Das Leben schwer macht, wird alles, was das Licht berührt, ist nicht im Schatten. So heißt es. In einem alten griechischen Volkslied, das aus Rumänien übernommen wurde. Genau. Wop. Altes türkisches Sprichwort sagt, wer einschläft mit Puppe, die kratzt, der aufwacht mit Finger, die stinkt. ohne Mist, auf einer CD, die mein Vater besessen hat, die ich mir mit dem irgendwie mal angehört habe, so eine Compilation-CD aus keine Ahnung was, da war ein Song dabei, der, ich glaube, es war so eine Ballermann-Hits-CD oder so. Ja. Da war ein Song dabei, der so anfängt mit dieser Anekdote. Ist eine gute Anekdote, prinzipiell. Und da ging es irgendwie um unsere Disco. Ach, das gibt's doch nicht mit der Disco. Und, ja doch, das Lied gibt's. Nein, ich war ja gerade nur, ich hab nur, ich glaub's dir. Ha, weh, du schmeißt. Und ich weiß oh, noch, dass eine der Lyrics in dem Song ist, hier trifft man sich beim Pinkeln. Hier trifft man sich beim Pinkeln. Nee, also hier trifft man sich beim Pinkeln. Hier trinkt man auch, wenn nichts mehr geht oder irgendwie sowas. Die Opel Gang. Nee. Das sind die Hosen. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind die Hosentoten. Die Opel Gang, die Opel Gang. Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Ist egal. Zurück zu dem Let's Play, was wir hier fabrizieren. Was war das letzte jetzt? Das habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Die Opel Gang, ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Ja, aber dann hast du noch irgendein Wort gesagt. Ja, das war der Bofrostmann. Okay, warum der Bofrostmann? Ja, weil das der Bofrostmann heißt und nicht die Opel Gang. Ah. Weil ich die Melodie vom Bofrostmann genommen habe, von die Toten Hosen und den Text von die Opel Gang. Wieso kenne ich den Song nicht? Weiß ich nicht. Ach, ich war klein. Ich dachte, ich kann ja einfach durchpowern mit meiner Größe, aber ich war gar nicht mehr groß. Ja, das kenne ich. Ach, Baby, es tut mir leid. Das kenne ich, Ladies. Bim, 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 bim. Upp, warum ich dachte nicht? Ich gerade, du sagst Bimbo? Bimbo? Weil du gerade einfach mit Bim, bim, bim angefangen hast. Ich bin wieder gegen den Block gegengesprungen. Ich bin da schon mal gegengesprungen, vor fünf Leben. Aber dann bin ich da nie mehr gegengesprungen. Jetzt bin ich wieder gegengesprungen. Immer mal was Neues. Boom. Yeah, ich kann leider gerade mein Hemd nicht öffnen, was mein Pullover ist. Aber das ist dieselbe Idee. Nee, weil doch schon, aber es ist noch nass gewesen, deswegen konnte ich es nicht anziehen. Oh. Ja, soll ich mit einem durchnässten Shirt, Nee, dann riechst du nach nassem Hund. Ja, stell dir das du mal Hund. Vor. Hund. Ich frag mich halt nur, welchen Papyrus du dir aufs Shirt gemacht hast. Papyrus, wie auch immer. Den. Ob den neutralen, den in seinem Dating-Outfit oder Jogboy-Papyrus? Den neutralen. Oh. Bin nicht so wild und ziemlich. Hallo, Jogboy Papyrus ist der Beste. Ja, er kommt für, für wenige Sekunden vor und hat alle Herzen gestohlen. Das ist aber auch einfach so perfekt getimt. Ja, das stimmt. Wer sagt denn, dass ich das mache? Und dann kommt er da ganz langsam nach oben. Das ist so super. Warum können die eigentlich. Guck mal, die sind schon fast unbesiegbar, die Dinger, ja? Die Spike Balls? Ja, die. Hey, komm, oben, unten, alles. Ich rede Knochen durch. Die Knochen. Ja, die Knochenjungs.
Die kann man mit einer Sache besiegen. Komplett besiegen? Ja. Mit Stern. Auch. Zwei Sachen. Mit zwei Sachen kannst du sie komplett besiegen. Mit einem Blue Spike. Oh, ich bin zu klein, um zu groß zu sein. Also du kannst sie selbst kaputt machen. Mit entweder einem Stern. Mit einem Drehsprung? Nee. Aber du kannst mit einem Drehsprung auf die Teile. Ja, möglich. Mit dem Cape. Mit dem Cape. Mit dem Cape kannst du wegdrehen. Nicht nur ihre Knochen, die sie werfen, sondern auch die Knochen trocken selber. Also die Dry Bones. Im Deutschen halt Knochen trocken. Knochen trocken. Weißt du, was für eine Möglichkeit du gerade einfach nicht wahrgenommen hast? Was denn? Da war noch eine Münze. Du bist eine Münze von den 69 entfernt. Shit, und ich hätte Kunstbanause. Ich hätte alles haben können. Vielleicht ist es die Kunst nicht wahrzunehmen. Oh. Eine Münze? Leck mich, ich nehme 50. Ich will die größte von allen. Wenn das Schokolade ist, mein Gott, werde ich Karies davon kriegen. Okay, jetzt spielen wir und mal ernsthaft. Und die Flatulenzchen. Jetzt spiele ich das Spiel richtig, pass auf. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh. Du hast es wieder gemacht. Du hast wieder gesprungen, losgelassen und dann wieder springen gedrückt. Nein, doch. Das kommt dir nur so vor. Ich höre doch das Klicken von den Controller. Ach, du hörst doch, was ich das Klicken... Ja, Klicken, Schmicken, doch. Ja, ich weiß. Aber schmicken wir mal die Klickers dann, weißt du. Die Klickers. Hurra. Klick, klick. Was, Huta? Huta. Huta? Houtini. Houtini. Meinst du, dass du mir... Knie. Oh. Hast du gesehen, wie er einfach... Ich habe nur irgendwas gedrückt. Er ist von alleine runtergeschoben worden. Ja. Das ist eine Schiebewelt hier. Eine insgeheime Schiebewelt. Schiebung. Ey, da kannst du froh sein, dass ich die eine Welt umgebaut habe. Cool. Die war richtig schnell. Na, jetzt eigentlich. Bin ich aber froh. Die habe ich, glaube ich, doppelt oder dreifach genervt. Cool. Ja. Das ist ein Level 3-4, das, was ich dachte, wo du dann halt wirklich extrem verzweifeln wirst nach jetzt Schloss 2. Und nicht nach Welt 1-2. Stimmt. Rache. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Nice. Oh, irgendwas war da? Ja, du hast den Spike, der hier unten ist, gekillt. Nein, ich habe die Bange aber weggemacht. Guck, jetzt mache ich das. Oh, jetzt springe ich hier hoch. Oder zu spät. Oh. Aber egal, ich hole mal seinen Platz. Jetzt bin ich Spike. Jetzt kann ich mal die Bälle werfen. Boing, 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 boing. Nice. Richtig nice. Oh yeah. Deswegen, wenn man die Power-Ups hier beibehält und sowas alles... Ah, Mann. Dann sind die Level halt immer ganz gut machbar. Hä? Hüpf doch! Oh, ich soll den Timer vielleicht ausmachen. Na! Ich weiß auch nicht, warum alle immer den Drehsprung von so vernachlässigen. Ich hab ihn vor... Gerade wollte ich ihn sogar machen. Okay. Aber dann bin ich irgendwie so drüber gekommen, deswegen habe ich ihn noch weggelassen. Dann sehen wir den Drehsprung in der nächsten Folge. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ne? Let's Play Mario Maker 2 und Super Failie World. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Macht's gut.